Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Fever. So. So, was machen wir denn heute? Ja? Sollen wir erstmal ein bisschen schneller machen, damit wir irgendwann die neuen Bahnhöfe mal kriegen. So schlimm, so schlimm. Ach, guck mal, was ist denn los? Dampf. Dampf, ganz viel Dampf. So, wie sieht denn das aus? Hier entwickelt sich immer ein bisschen Stadt oder was? Kann auch anders sein. So, wie sieht denn generell jetzt mal Cargo aus? Okay, du produzierst schön hier. Hier hat einer geschrieben, ich soll eine Öllinie machen, richtig, also mit... richtig, also richtig Öl. Aber... Das ist Rotz. Also, Ölzug sollte ich machen. Jetzt habe ich es. Ich musste kurz. Mal kurz ein bisschen Brain AFK. Aber wir haben das so lassen. Das geht schon so, denke ich mal. Was ist denn hier los? Na gut. Da sind viele unterwegs. Oh yeah. Oh yeah, was gibt's denn jetzt? Neue Wagen. Verbandswagen. Dreiachser und Mack. Neue Busse klingt ja auch gar nicht mehr so schlecht. Könnte man ja eigentlich direkt einsetzen. Weil der Mack ist auf jeden Fall besser als alles andere. So. Oh, was ist denn das hier alles? Ach so, Stadtverkehr. Das interessiert mich doch nicht. Das geht uns ja gar nichts an dieser Stadtverkehr. So. Drei Leute warten auf der S-Bahn. Hier ist ganz schön was los. Straßenbahn mit Unfall. Könnte man eigentlich auch mal Ersatz einstellen. Ja, tut. Hau ab. Hau ab. Verpiss dich. Vor. Genau. Wir könnten ja heute, bis wir die neuen Bahnhöfe haben, erstmal unsere Rundstrecke hier einmal komplett rumbauen. So. Was bräuchte man denn? Coaling Small ist ja über alles Rotz, ne? Was wir hier aber bestimmt brauchen werden, sind vier Gleise mal. Eigentlich müssten wir sogar fünf hinbauen. Weil zwei, wo wir einfach so durchfahren könnten, und zwei, wo wir anhalten könnten. So. Aber warte mal. Wir machen doch fünf. Ist besser. So. Wie gesagt, ist besser. Da können wir nämlich... dem Gleis zu rangehen, es geht nicht. Dann müssen wir das abreißen. Gehen jetzt hier ran. Und hier ran.
Dann weiche ich mal hier noch ab. So. Und so. Mit dem Gleis gehen wir auch noch weiter. Und zwar bis wir dort vorne sind. Das muss noch mal weg. So. Und so. Genau, haben wir das. Jetzt müssten eigentlich die mittleren zwei Gleise hier einmal in die Runde kommen. Ja, weil das sollen unsere Durchgangsgleise theoretisch sein. Nur die Steinbrücke. So. Und dann geht's hier weiter. Aber ins richtige Gleis ändern. So. Und hier noch ein kleines Stück. Sehr schön, haben wir das. Jetzt könnten wir sagen, wir gehen hier wieder rein. Mit dem gehen wir ein Stück nach oben. Noch ein Stück nach oben. Was doch scheiße, dass die Brücken nicht funktionieren so. Das ist echt Trotz mit diesen Kackbrücken. Versuchen wir es so nochmal. Das ist doch Rotz. Wenn ich jetzt das hier abreißen würde, dann würde ich auch sehen, wie die Brücken wirklich gehen tun sein. Braucht doch nicht alle 2 Zentimeter so einen Brückenpfeiler. Ist doch scheiße. Ist doch Rotz sowas, ganz ehrlich. So, jetzt lass mich die Brücke abreißen. Ah! Mann! Dämliche Brücken! Okay, andere Plan. Wenn wir schön hoch dürfen. Können wir vielleicht runter.
Wo will ich denn eigentlich damit hin? So, erstmal dorthin. Erstmal in diese Richtung, das wird schon stimmen irgendwie. So. Und so. Hab ich so eine ganz schöne Schlängellinie drin. Ja, die kriegst du ohne raus. Das geht hier vorne schon so geschlängelt los. So. So, machen wir's so. Ei, scheiße. Fertig, haben wir das. Und hier machen wir bloß nochmal so eine Weiche rein. Ach, ist das anstrengend. Alles anstrengend. So, wie gesagt, wo ich mit dem Gleis jetzt hin will, keine Ahnung. Aber wir haben das erstmal. Wir haben jetzt erstmal eine Linie um den Berg rum. Da können wir dann irgendwann mal mit dem Personenzug fahren, wenn wir wollen. Wenn wir wollen, natürlich bloß. Sonst lassen wir es einfach. So, das Holz hier hinten, das will ich ja immer abgreifen. Aber nicht nach Ägypten. Nach hier soll das Holz gehen. Ich wollte den Weg ein bisschen verlängern. Und das Holz soll ja hier hin. Aber wie gesagt, mir kommt zwar hier schon raus, aber ich möchte trotzdem erstmal wissen, wo mit der Linie und mit der hinkommen. Damit das alles ein bisschen mehr Sinn ergibt. Okay. Das Holz ist wertfein. Ah, guck mal. Hier bauen schon die ersten weiter. Das ist sehr gut. Wie sieht denn jetzt generell der Linienplan aus? Okay, das funktioniert. Die Straßenbahn funktioniert auch so einigermaßen. Dann wird es eine Straßenbahn geben, die hier lang fährt. So. Fährt dann hier durch. Und bis hier vor. Und dann wird er hier die S-Bahn halten. Das könnten wir eigentlich schon mal machen. Hier ein Tramgleis reinzimmern. Was hab ich gesagt? Hier durch können wir nicht, ne? Ist ja super. Dann möchte ich hier durch. Und hier wieder rein. So. Wo bauen wir denn das jetzt hin? Das kommt jetzt hier hin. Scheiße, die Folge ist eigentlich gleich zu Ende, ne?
Guck, einen schönen Freitag bist du gleich anders. Der Zug. Ja, ist schön, dass er nichts wartet. Ich möchte so abreisen. So. Das bauen wir aus. Und hier machen wir dann jetzt so einen anderen hin. Da kommt jetzt sowas hin. Okay. Und die Linie bauen wir morgen. Bis morgen.